Tim LP. Hier wird simuliert. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Tim und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video hier auf Tim LP. Zu einem, ja, neuen Let's Play, wenn man so will, zu ETS 2. Ich habe ETS 2 früher sehr, sehr viel gespielt, muss ich sagen. Dann ist es bei mir ein bisschen in Vergessenheit geraten, ich weiß aber nicht wieso. Habe es mir jetzt mal wieder installiert und ich dachte mir, hier kann man schön zwischendurch so ein paar Videos bringen. Immer mal eine Tour fahren und ein bisschen quatschen. Also ich finde das Spiel ganz nice. Und ich habe jetzt mal was ausprobiert für euch. Ich dachte mir, das erste ETS 2 Video hier, starten wir jetzt mal wieder ganz krass. Und zwar mit der Peru-Map. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Kann man sich runterladen. Download-Link zu der Map packe ich unten in die Videobeschreibung. Ja, die Peru-Map hat so ziemlich die gefährlichsten Straßen, die man in ETS 2 fahren kann. Es gibt serpentinmäßig Bergstraßen, wo es wirklich, ihr müsst euch mal Dokus dazu reingucken, wie es denn echt ist. Das sind einfach, also es sind keine asphaltierten Straßen, es sind teilweise Schotterstraßen und Geröllstraßen. Da muss man immer aufpassen, dass man von den Steinen, die von oben kommen, von den Bergen nicht erschlagen wird. Und man muss aufpassen, dass man nicht abstürzt, weil die Straßen nur so schmal sind. Und dann kommen einem noch Fahrzeuge entgegen. Von diesen Bergstraßen gibt es hier mehrere auf der Map. Und ich dachte mir, das ist genau die richtige Map, um mit meinem neuen Lenkrad wieder in ETS einzusteigen. Und ich will euch daran teilhaben lassen. So, bevor wir jetzt die erste Fracht fahren, möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass man den Kanal hier kostenlos abonnieren kann, damit man kein weiteres Video verpasst. So, das war jetzt Eigenwerbung und jetzt können wir auch loslegen. Und zwar will ich euch mal zeigen, was ich transportiere. Ich will euch erstmal zeigen, nee, das ist nicht richtig. Ich bin noch ein bisschen raus, was er bei ETS angeht, aber ich will euch erstmal zeigen, genau, was ich für einen LKW habe. Ich habe hier einen MAN V8. Genau, stehe hier am Anfang und ich fahre einen Vorratstruck, Vorratstank. Ich zeige dir mal eben den Auftrag, F6. So, Frachtvorratstank 11 Tonnen und Zielort ist Limbani. Limbani, ich kann das mal einmal, jetzt habe ich mich wieder verdrückt. Das wird auch noch häufiger passieren, Leute. Aber bald bin ich wieder drin. Ich bin ein paar Jahre aus ETS raus, aber bald bin ich wieder drin. Kein Problem. Ich kann es mal zeigen. Oh, habt ihr das schon gesehen auf der Karte? Das sieht schon sehr, sehr serpentinmäßig aus. Karte könnte ich doch auch hier angucken, oder? Weltkarte? Limbani, da sehen wir es doch. Alter Schwede, seht ihr das? Seht ihr das? Also das wird eine lustige Fahrt. Ich hoffe, wir kommen an. Und ich würde sagen, wir lassen gar keine Zeit großartig verstreichen. Ich habe jetzt auch schon genug gelabert. Und wir fahren einfach mal drauf los. Ich mache aber das Navi mal größer in der Auflösung. Und dann fahren wir mal los. Ich hoffe, mit der Lenkung passt alles. Kann sein, dass er noch nicht so optimal eingestellt ist. Wie gesagt, ich habe das Spiel gerade erst wieder runtergeladen. Die Peru-Map gerade erst wieder runtergeladen. Und dann wollen wir einfach mal gucken. Ja, Bremse funktioniert, Lenkung funktioniert. Da ist gefühlt ein kleines Delay drin. Also es ist nicht ganz so direkt. Ich spiele auch gerne hier auf dem Kanal Rennsimulation. Da bin ich das anders gewohnt. Hier, wenn ich... Ist das normal, dass so ein Delay drin ist? Also ich lenke jetzt nach rechts und das ist gefühlt so eine halbe Sekunde hinterher. Kann man das irgendwo noch besser einstellen? Wenn ja, Tipps gerne in die Kommentare. Aber es fühlt sich mit Lenkrad schon mal. Ich hatte jetzt eine Zeit lang kein Lenkrad, aber ich muss sagen, bei, klar, Rennsimulation nur mit Lenkrad, Landwirtschaftssimulator ist es mit Lenkrad auch um so vieles geiler. Und ja, ETS 2 auch genau das gleiche wie beim Landwirtschaftssimulator. Also der Spielspaß steigt enorm mit dem Lenkrad. Ach, guck mal, hier ist einer in Peru mit dem Wohnwagen unterwegs. Kann man mal machen. Ach ja. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie gut wir ans Ziel kommen. Und ich bin mal gespannt, wie lange wir für 215 Kilometer hier brauchen, weil wir fahren ja wirklich. Das ist ja nicht so wie in Europa, wo wir schön
also auf den europäischen Autobahnen, sondern wir fahren gleich richtig abge, auf gut Deutsch, richtig ab, auf gut Deutsch, richtig abgefuckte Straßen. Also keine gut asphaltierten Straßen. Ich weiß gar nicht, wie schnell man hier fahren darf. Ich fahre einfach mal. Ich bin mal gespannt, wie schön auch die Map ist. Oh, jetzt bin ich ein bisschen rechts auf den Bürgersteig gekommen. Aber die Map sieht so schon mal ganz cool aus mit den Bäumen und so, ne? Also ich muss sagen, ich bin immer die Standard-Map gefahren. Immer in Europa rumgecruised. Ich habe mich, was ETS angeht, damals gar nicht so an Mods rangetraut. Aber mit dem Lenkrad hier, das ist mir noch sehr delay-mäßig. Das finde ich irgendwie uncool. Also das fühlt sich schwierig an. Und ich glaube, dass wir da mit auf den Straßen, die jetzt gleich kommen werden, richtig krasse Probleme bekommen. Lenkempfindlichkeit, ja, hoch. Force Feedback habe ich auf jeden Fall erstmal runtergestellt. Hier Reaktionsschwelle habe ich ganz runter. Wenn ich die ganz hoch mache, dann passiert da erstmal nicht viel, ne? Wenn ich die ganz runter mache, dann ist er eigentlich, zeigt da, also der ist jetzt ohne Delay. Das ist schon komisch, ne? Das ist schon komisch, weil der ist ohne Delay, der Ausschlag. Also ohne Verzögerung. Und wenn ich jetzt ins Spiel gehe, habe ich die Verzögerung. Wie gesagt, schreibt mir die, tipp mal in die Kommentare. Wäre für mich sehr, sehr wichtig. Weil das fühlt sich irgendwie komisch an. Das muss ich nochmal ein bisschen optimieren. Aber sonst, wie gesagt, ist mein Lenkrad echt geil. Ich habe erstmal die einfache Automatik reingemacht. Also ich muss halt immer nur sagen, mit meinen Schaltwippen, ich will vorwärts fahren, ich will Neutralgang und ich will Rückwärtsgang. So schaltet er erstmal von alleine. Mal gucken, ob ich das in Zukunft noch ändern werde. Wir werden sehen. Oh, jetzt werde ich ja auch noch überholt, oder was? Oh, da steht eine Ape. Links stand eine Ape. Also, oh, jetzt fangen gleich schon die wilden Straßen an. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt auf der Tour alles betonierte Straßen sind. Oder ob wir schon berghoch fahren. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also ein Berg mit wirklich ein paar Schotterpisten. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das weiß ich noch nicht. Hier der Hügel rechts. Der könnte auf jeden Fall ein paar mehr Texturen vertragen. Oh, da geht's schon. Da geht's doch schon hoch leicht, Leute. Da geht's doch schon hoch. Ich muss auf jeden Fall irgendwo zwischendurch noch anhalten und ein schönes Thumbnail machen. Meine Nase juckt. Sorry, wenn ich mir ab und zu mal eine Nase packe. Ja, aber doch. Wir fahren im Moment noch ganz geschmeidig. Kann sich auf jeden Fall noch ändern. Ja, die machen eine kleine Raster mit ihrem Reisebus. Ich bin wirklich mal auf die Map. Also ich bin gespannt wie sonst was. Ich habe schon gesehen, dass man teilweise durch Flüsse fährt. Wie gesagt, so richtig krasse Berge hochfährt. Also so richtig krasse Serpentinen durch die Berge. Hier los. Mal ein bisschen vom Gas gehen hier. Bei den Schwellern. Oh, da kommen aber auch krasse Serpentinen. Aber es geht jetzt noch nicht hoch. Kann sein, dass wir noch zum zu so einem Bergpfad kommen, zu einer Bergstraße. Aber kann auch sein, dass nicht. Ich werde auf jeden Fall mehrere Folgen jetzt im ETS hier in Peru rumcruisen. Wenn ihr das sehen wollt, ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Und ich werde auch in Zukunft auch im ETS mal, ich mache ja gerne Mod-Vorstellungen im Landwirtschaftssimulator. Und ich werde mir des Öfteren wahrscheinlich auch in Zukunft hier mal die ein oder andere Mod im Eurotruck-Simulator ansehen. Ja, finde ich ganz spannend, weil ich glaube, neben Landwirtschaftssimulator ist der Eurotruck-Simulator auf jeden Fall ja auch ein Spiel, was über sehr viele Mods verfügt, ne? Und es ist einfach ein sehr beruhigendes Spiel, wie ich finde. Also, ich habe es früher auch immer gern gezockt. Ja. Und der Nachtläufer, mit dem ich auch öfters zusammen zocke, der macht, hat ja auch eine eigene Spedition, der fährt auch öfter.
Und vielleicht kann man da mal so einen Community-Konvoi auch irgendwie eine Konvoi-Tour machen. Oh, ich versuche mal hier mit den Bergen und so. Ich stelle mich mal eben hier in eine Kurve. Die hinter mir werden es mir danken. Stelle mich mal eben hier rein. Versuche mal mit den Bergen im Hintergrund zumindest hier schon mal ein schönes Screenshot zu machen. Oh, wie blende ich das jetzt aus? Oh nein. Wie blende ich das jetzt aus? Oh Mann. Wie kann ich die Fenster ausblenden? Naja, ich stelle mich mal eben auf die Straße hier. So. Nämlich, ach man, diese Lenkung, ne, das ist mit dem Delay, ist ein bisschen schwierig. So, ich guck mal eben, wie ich das ausblende und mach mal eben Screenshot. Wenn ich das Screenshot hab, geht's auf jeden Fall weiter. So, Leute, ich habe meinen Screenshot gemacht. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Das ist gerade mit den Lenken ist hier komisch. Also, meine Lenkung muss ich auf jeden Fall noch optimieren. Ihr seht's. Wir starten wie immer leicht chaotisch in so einem Let's Play. Aber das wird schon. Das wird schon. Wie gesagt, ich fühle mich gerade auch wie ein Anfänger, weil ich bin ab Jahre ETS nicht mehr richtig gespielt. Ja, da muss ich erstmal, besonders mit Lenkrad. Besonders mit dem Lenkrad. Ich muss da nochmal in den Einstellungen rumdoktern. Ja. Auf jeden Fall habe ich den Fotomodus gefunden und das ist ja cool. Man kann ja so richtig schöne Bilder machen. Es kann aber sein, dass ich gleich nochmal irgendwo stehen muss, wenn da noch irgendwas Spektakuläres kommt. Mache ich einen Screenshot, aber ich schneide das dann immer so raus. Ihr müsst mir ja nicht dabei zugucken, wie ich da einen Screenshot mache. So, ich fahre hier jetzt mal bei den Kurven ein bisschen vorsichtiger. Wie gesagt, weil die Lenkung auch so ein bisschen mit der Verzögerung so ein bisschen sich schwieriger anfühlt, aber vielleicht ist das auch, vielleicht muss ich mich auch einfach nur dran gewöhnen, aber mir kommt so vor, als wäre eine leichte Verzögerung drin, so eine halbe Sekunde oder so, aber das macht ja beim Lenken schon was aus, ne? Also das fühlt sich nicht so direkt an, das will ich damit sagen, aber wie gesagt, vielleicht hat einer von euch einen Tipp für mich. Habt ihr auch schon mal die Peru-Map gespielt? Also ich hab ETS 2 Mods gegoogelt und bin dann direkt auf die Peru-Map gestoßen. Anscheinend ist sie sehr, sehr beliebt. Und wie gesagt, habe ich mir mal ein Video angeguckt. Das war schon hart, also das war schon richtig spektakulär. Jetzt muss ich aufpassen. So ein Abbremshügel. Ihn interessiert das gar nicht. Er fährt da völlig drüber. Okay, was macht er da? Fotos. Hallo, guten Tag, der Herr. Oh, da hinten geht's. Wir fahren auf jeden Fall einen Berg runter, so wie das aussieht. Also wir fahren auf jeden Fall gleich den Berg da runter. Hier steht einer mit seinem Transporter. Hat der auch eine Kamera in der Hand? Ne, der war am Telefonieren, glaube ich. Oh, wir werden jetzt vom Reisebus zersetzt zum Überholen an. Eieiei. Sind wir denen zu langsam? Aber ich fahre hier auch keine Rallye, die Serpentine runter, ne? Ja, dann fahrt mal schön so weiter, ne? Ich hoffe, ihr kommt heile an. Oh. Jetzt kommen wieder so nieke Kurven. So. Ist ja fast so schwierig hier wie bei Assetto Corsa die Nordschleife. So. Ja, ich bin mal gespannt, wann wir mal so eine richtig krasse, in den nächsten Folgen irgendwann so eine richtig krasse gefährliche Bergstraße bekommen. Es kann natürlich auch sein, dass wir die jetzt schon bald bekommen oder schon in dieser Tour bekommen. Ich weiß ja noch nicht, was auf den, aber nee, wir fahren nur noch 110 Kilometer. Also ich glaube, hier wird nicht mehr großartig was passieren. Aber so für einen Einstieg ist das ja schon ganz cool hier. Wir müssen nur mal gucken, wie gesagt, das war, oder ich muss gucken, dass ich meine Lenkung dann für die nächsten Male optimiere. Ja, mach vielleicht hier nochmal in der Kurve einen Screenshot. Ich bremse nochmal. Die hinter mir denken sich, oh, was ist das für ein Vogel? Mach nochmal eben Screenshot, dann geht's weiter. So, das schöne Screenshot haben wir auch im Kasten.
Und ich würde sagen, wir fahren jetzt durch. Also, ne, wenn natürlich, ich bin ein Fototourist hier, wenn natürlich was richtig Spektakuläres kommt. Was steht hier denn am Straßenrand? Wenn natürlich was richtig Spektakuläres kommt, dann halte ich nochmal an für ein Foto. Aber wie gesagt, ich schneide das raus, sodass ich euch nicht damit belästige. Ja, ich denke aber, dass ich bei den ETS-Folgen hier eine Musik unterlege. Also bei dieser Folge lege ich mal so eine kleine Musik in den Hintergrund. Irgendwas Passendes, so Country oder sowas. Ihr könnt ja mal schreiben, wie euch das mit der Musik gefällt. Ob ich das so dann beibehalten soll oder ob ich das rausnehmen soll. Ja. Ihr merkt schon, ich fahre ziemlich oft über den Seitenstreifen. Ja. Ich fahre ziemlich oft über den Seitenstreifen. Aber was ich sagen muss, ich finde die Map hier an der Stelle sehr, sehr schön. Also wirklich, mit den Bäumen und den Bergen. Bisher finde ich sehr schön. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ich glaube, wenn es die Berge hochgeht, dann wird das richtig, richtig spektakulär, ne? Spektogeil wird das dann. Ich glaube, dann komme ich auch hart ins Schwitzen, aber ich kann mir vorstellen, dass das ganz interessante Aufnahmen werden. Ja, aber wie gesagt, da muss ich noch was bei mir an der Lenkung tun. Was ist das denn? Ach, das sind so kleine Altare, die da an der Seite stehen. Da war ein Kreuz drauf. Okay. Was? Naja, erstmal fahren wir erfolgreich unsere erste Tour. Das ist unser erstes Ziel. Und die nächsten Folgen werden wir mal hier Peru ein bisschen mehr erkunden. Mal gucken, was dann abgeht. Ich finde es auch cool, dass auch immer mal wieder so ein paar LKWs hier am Straßenrand stehen oder Reisebusse oder so. Das ist hier schon richtig mit ein bisschen Leben gefüllt. Ja. Und die ETS-Videos habe ich mir gedacht, klar, wir fahren jetzt erstmal in Peru rum und nachher die normale Map oder vielleicht irgendeine andere Mod-Map. Wenn ihr andere schöne Mod-Maps habt oder andere Mods, einfach unten in die Kommentare, ihr wisst es. Aber wir fahren jetzt, erstmal die Videos mache ich im Singleplayer. Es kann natürlich auch sein, dass ich mir hier mit ein paar Freunden irgendwann mal eine Tour fahre und davon ein Video mache. Aber die meisten Videos werden, glaube ich, erstmal im Singleplayer kommen. Genau. Ich muss mir den Multiplayer auch noch erstmal runterladen. Ich habe erstmal nur das normale Spiel runtergeladen. Wieder. Und halt die Peru-Map. Ja. Wie gesagt, Download-Link packe ich in die Videobeschreibung. Vielleicht mache ich nochmal ein Video, wie man die installiert. Ja. Ich habe Videos gefunden, wie man die installiert. Hat ja scheinbar auch geklappt. Aber ich glaube, ich mache da selber noch ein Video, weil ich glaube, man kann das kürzer, einfacher und knackiger noch erzählen. Aber mal sehen. Mal schauen. Auch nicht? Oh, jetzt... Die Felsen sehen geil aus. Also von der Textur her sieht das schon nice aus. Oh, jetzt wird es hier wieder ein bisschen serpentinmäßig. Deswegen, hier ist auch nur 30. Oh, jetzt fahren wir zwischen den Hügeln so hoch. Aber die Straße ist hier super ausgebaut. Also da dürften wir keine Probleme bekommen. Und ich fahre wieder schön halb über die Wiese hier, halb über den Acker. Ich denke immer noch, ich bin mal im LS. Ja. Ich besteche meine Videos auch immer durch mein Können. Wenn ihr euch den Ökohof anguckt, LS22 Ökohof hier auf dem Kanal, da sieht man mal, wie gut ich stapeln kann, Paletten stapeln kann. Aber gut, mit der Maus, ne? Ich muss mir für einen Landwirtschaftssimulator mal einen Joystick holen. Für Frontlader arbeiten. Ja. Ja, krass. So, wir kommen hier aber durch, auch wenn ich nicht immer so schön meine Spur einhalte. Kommen wir doch ganz gut hier durch. So. Ah, ich will mal so eine richtig krasse, diese richtig krasse Bergstraße, die sich so hochschlängelt, diese Schotterpiste, wo immer ein bisschen was von abbricht und den Berg runterfällt.
Darauf bin ich mal gespannt. Also ich muss sagen, rein optisch gefällt mir das schon gut und für die erste Tour ist die Strecke auch richtig gut, weil ich mich damit nicht übernehme. Das passt für mein fahrerisches Können im Moment und für meine Lenkeinstellung passt das ganz gut. Aber jetzt die nächsten Folgen will ich auf jeden Fall, die nächsten Videos will ich auf jeden Fall mal so eine richtig krasse Straße fahren. Oh, hier müssen wir mal eben anhalten. Ja, ich glaube, hier mache ich nochmal ein Bild. Sehen uns nach meiner Fotosession wieder. So, jetzt warten wir mal drauf, dass die Ampel wieder grün wird. Damit wir hier mal weiterkommen. Hallo. Ich roll dann immer wie ein echt langsam immer so. Fahre ich immer so ein bisschen an, wenn ich an der roten Ampel stehe und bleib dann wieder stehen. Ach. Was ist da? Ist da der ganze Berg auf die Fahrbahn gekommen oder was ist da los? Sieht ja so aus, ne? Sieht so aus, als wäre der ganze Berg da runtergekommen. Ja, gut. Dann nutze ich auch, ich wollte gerade sagen, dann nutze ich die Zeit und trink mal was. Weil jetzt fahre ich auch weiter. Zeit ist Geld hier. So, 13 Kilometer, dann bin ich schon da. Hier ist gleich schon Limbani. Und dann kann ich meine Fracht abgeben. Ja, dann haben wir unser erstes Geld gemacht hier. Und da bin ich mal gespannt, wo uns die nächsten Aufträge so hinführen. Ja, und ihr seid auf jeden Fall mit dabei. So. Ah, ich habe ziemlich, meine Verhältnisse hier ziemlich rasant um die Kurve. Ich habe gar nicht geguckt, was mein LKW so für eine Power hat. Aber ich hatte bisher keine Probleme mit der 11 Tonnen Fracht hier. So, jetzt sind wir offiziell in Limbani. Wir müssen hier gleich schon links irgendwo hin. Also hier links die erste Firma. Erster Aufenthalt in Limbani. Sauber. So, hier müssen wir schon rein. Blinke mal. Boah, ich liebe diesen Blinker-Sound. Der ist wirklich cool. So. Wollen wir mal gucken. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Nummer sicher. Für die erste Folge gehe ich auf Nummer sicher. Stell die Fracht da hinten ab. Und das Anfahren, da geht das Lenkrad wirklich hin und her. So, da will er die Fracht hin haben, dann kriegt er sie auch da hinten. Oh ne, automatisches Einparken machen wir mal nicht. Also wir haben schon die einfachste Methode gewählt. Dann fahren wir da auch so richtig rein hier. Ne, noch nicht. Gucken wir das Ganze mal von außen an. Ja, so richtig schön stehe ich auch nicht. Noch ein bisschen vor auf jeden Fall. Also die Lenkverzögerung geht mir doch ein bisschen auf den Pinsel. Zeiger. So, absatteln. Jawohl. 221 Kilometer, 5 Stunden 53. Verbrauchter Kraftstoff 110,6 Liter. Und was haben wir an Kohle gemacht? 3551. Super. Ja, cool. Das war unser erster Auftrag in Peru. Da seht ihr im Hintergrund meine Garage, meine Firmenzentrale. Schick sieht sie aus. Und ich bin gespannt, was uns in den nächsten Aufnahmen, in den nächsten Folgen hier in Peru erwartet. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wie gesagt, schreibt mal ein paar Tipps zur Lenkung unten in die Kommentare. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr sehr gerne den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. In diesem Sinne, macht's gut, euer Tim. Ciao.